Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein paar sehr wichtige Informationen, die ich euch erzählen muss. Und zwar habe ich Durchfall. Ich habe wirklich große Ankündigungen, sehr große Ankündigungen. In der letzten Zeit habe ich einfach gemerkt, irgendwie, dass ich nicht mehr ganz zufrieden bin mit meinen Videos. Mir haben die Videos nicht mehr so gefallen. Und ich habe es auch an den Aufrufzahlen, an den Likes und an den Kommentaren gesehen, wie die Leute meine Videos finden. Und das Schlimmste sind ja nicht mal die Aufrufzahlen, denn die Leute versuchen immer zu kommen mit dem Argument, dass ich irgendwann nicht mehr von YouTube leben kann, wenn ich so weitermache. Das mag zwar stimmen, aber selbst wenn ich auch weniger Klicks mache, kann ich trotzdem gut davon leben. Aber darum geht's gar nicht jetzt im ersten Moment. Ich habe einfach in der letzten Zeit gemerkt, dass wenn meine Videos nicht mehr so oft gesehen werden, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund Kopfschmerzen bekomme, weil ich einfach unglücklich mit der Resonanz bin und YouTube ein sehr großer Teil meines Lebens ist und ich eigentlich immer mit der Resonanz zufrieden war. Doch seitdem ich auch eine Woche lang kein Internet mehr hatte und wieder zurückgekehrt bin mit Videos, die ich mir selber nicht mal anschauen würde, mir einfach das Ganze keinen Spaß mehr macht, und das würde ich in Zukunft ändern, und wie ich das mache, will ich euch in diesem Video erzählen. Ich will nochmal erwähnen, dass es keine Sache des Finanziellen ist oder so. Ihr müsst euch darum keine Sorgen machen. Ich rede auch nicht gerne über Zahlen, über Finanzen und so weiter und so fort. Ich bin nicht der Fan davon, auch wenn mich irgendwem oder irgendwie meine Ma, die mir sehr hilft bei diesen ganzen Papieren und so weiter und so fort, weil ich ja damit selbstständig bin, damit voll labert, dann sage ich immer: Du machst das und lass mich bitte mit den ganzen Finanzen in Ruhe. Ich will nichts davon wissen, weil ich es einfach hasse, darüber zu reden. Deswegen müsst ihr euch aber, wie gesagt, keine Sorgen dazu machen. Ich kann auf jeden Fall davon leben und auch gut. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Was mich allerdings ein bisschen bedrückt, sind einfach der ganze Support, der mir ein bisschen fehlt. Weil, jetzt mal abgesehen von den Klickzahlen, aber Kommentare, Bewertungen und vieles mehr, das fehlt mir einfach. Und da gebe ich auch keinem die Schuld, weil ich schaue mir auch keine Videos an, die mir auf YouTube nicht gefallen. Und deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, wenn die Leute die Videos, die ich mir selber nicht mehr anschauen würde, auch nicht bewerten. Und das ist so in den letzten Tagen gewesen. Als großes Beispiel nehme ich da das Road to Commander in Advanced Warfare. Es kam einfach nicht gut an, oder es kommt nicht gut an, und es gibt einfach kaum Kommentare, nicht so viele Bewertungen, wie ich es normalerweise gewohnt bin, und vieles mehr. Und das Ganze will ich einfach nicht mehr tun. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich die Sachen, die ich hier gemacht habe, die aber nicht gut ankamen, sondern einfach nur für ein paar Leute ansehnlich waren, werde ich auf meinem zweiten Kanal verschieben. Das Road to Commander wird täglich dort fortgesetzt, wo ich eh jeden Scheiß mache. Dieser Kanal dient nur dazu, um quasi ein bisschen von dem Ganzen runterzukommen und einfach den Scheiß zu machen, den ich normalerweise immer mache, also privat mache, und euch da ein bisschen mit einzubinden. Genauso wie Mini-Vlogs, die kommen da auch, und vieles andere. Da lade ich wirklich sehr viel hoch, weil ich einfach Spaß dran habe, und da kümmere ich mich nicht um Klicks oder Resonanz. Natürlich will ich da auch eine Mindestresonanz, aber es sieht nicht mal annähernd wie hier aus, denn dieser Kanal ist mir einfach wesentlich wichtiger. Was ich nun ändern würde auf den Kanal, um zum Punkt zu kommen, und zwar will ich jetzt wieder qualitativ hochwertigere Videos machen, wie zum Beispiel Top 5 Verarschen der Woche oder vielleicht auch mal wieder Du wurdest verarscht, allerdings unter einem anderen Namen, wie zum Beispiel Lobbygelaber oder keine Ahnung. Irgendwas wird mir schon einfallen, denn man kann sich immer mit Leuten in Lobbys unterhalten und das Ganze lustig editieren. Und das will ich mir machen, damit es auch einfach euch gefällt, weil, ja, ich habe, ich glaube, das war gestern, mit Montana Black gesprochen. Er ist ein guter YouTube-Kollege von mir. Und es hat einfach mal wieder gut, irgendwie mit jemandem drüber zu sprechen, so, weil ich normalerweise nie über Probleme spreche. Oder was ich Probleme mit Sachen, die mich persönlich belasten, auch wenn es nur ein bisschen ist. Ich rede eigentlich mit wenig Leuten drüber. Aber dann habe ich es gesagt oder mit ihm drüber gesprochen, dass ich irgendwie unzufrieden im Moment mit der ganzen Lage bin. Und dann, es hat wirklich gut, mal wieder mit jemandem drüber zu sprechen, weil es einfach einem die Augen öffnet. Also was ich mir vorgenommen habe, um ganz klar zu sein, nochmal, um jetzt wirklich auf den Punkt zu kommen: Ich versuche wieder qualitativ hochwertigere Videos zu machen, also witzigere Videos, und diese Videos dauern natürlich auch länger, und ich will einfach kein Video mehr hochladen, womit ich nicht zufrieden bin und was ich mir selber nicht ansehen würde. Denn damals war es immer so, ich habe mir die Videos immer 10-mal angesehen, es ist kein Witz, ich habe mir meine eigenen Videos angesehen und ich fand sie witzig und habe sie auch drüber gelacht, über meine eigenen Videos, und es klingt komisch, aber das fehlt mir und das brauche ich wieder, und deswegen werde ich nicht mehr täglich Videos hochladen, sondern natürlich kann es sein, dass irgendwie 2 Tage hintereinander ein Video kommen wird. Aber im Endeffekt werde ich nur noch Videos hochladen, die mir persönlich selber gefallen. Und zum Beispiel, das waren die Top 5 Verarschen, das waren die Du wurdest verarscht Folgen, das waren die bestimmten Live-Commentaries mit meiner Freundin, auch wenn das letzte jetzt gar nicht gut ankam, was ich zum Teil unverschämt fand. Aber ich werde mir auch wieder eine Stunde Zeit nehmen am Tag, also jeden Tag eine Stunde nehmen, um
komische Kommentare, die keine Kritik auswirken oder keine Beschwerde an irgendwas sein, sondern einfach nur dumme Kommentare, die hier nicht hingehören, blocken. Wie gesagt, ich nehme mir dazu eine Stunde Zeit und dann hoffe ich, dass ich wieder vernünftigere Kommentare bekomme. Eure Resonanz ist mir sehr wichtig, denn ohne die macht mir YouTube einfach keinen Spaß. Und ja, deswegen will ich einfach wieder bessere Videos machen. Die ganze Schuld gebe ich eigentlich niemanden, sondern einfach meiner Faulheit oder meiner... Mir fällt das Wort irgendwie nicht ein, keine Ahnung. Wer aber den ganzen weiteren Stuff sehen will, wie das Road to Commander oder andere Videos von mir, die einfach nur live gemacht sind, die nicht so viel in Anspruch nehmen, sage ich mal, der kann gerne meinen zweiten Kanal abonnieren, der nennt sich Danny Jaston. Link ist wie immer in der Beschreibung. Und hier kommen dann nur noch qualitativ hochwertigere Videos drauf, jeden zweiten oder dritten Tag, wo ich mir wirklich viel Mühe dafür gebe. Ich hoffe, euch freut das Ganze, weil ohne eure Resonanz bin ich einfach nicht der YouTuber, der ich sein will. Noch eine letzte Sache zum Schluss, und zwar will ich gerne meinen zweiten Kanal mit diesem Kanal auseinanderhalten. Ich habe für eine Zeit lang auch die Videos meines zweiten Kanals auf meinem Hauptkanal gepostet und da auf meiner Haupt-Facebook-Seite, wo da ziemlich viele Videos sind, habe ich auf einmal 8, 9 Videos auf meiner Facebook-Seite gepostet, was auf jeden Fall zu viele sind. Ich denke, da geht die Motivation auch verloren, die Videos zu liken. Und ich versuche auch in Zukunft mehr mit euch zu interagieren, aber wie gesagt, die Videos von meinem zweiten Kanal werden auf meiner zweiten Facebook-Seite voll sein, die auch Danny Jaston Official heißt, auch Link in der Beschreibung, wenn ihr da Interesse habt. Aber wie gesagt, ich werde die Kanäle teilen und die sollen nichts miteinander zu tun haben. Aber das Road to Commander und vielleicht auch andere Road to Commanders, die werden auf jeden Fall da folgen. Also könnt ihr den Kanal ruhig abonnieren und da die Videos genießen für die Leute, die es getan haben. Ich hoffe, das Ganze ist ein bisschen nachvollziehbar. Ich bin mir sehr sicher, dass es die meisten freuen wird. Und ich freue mich auf eure Resonanz wieder, auf eure Kommentare, die sind mir sehr wichtig. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schon, mein Akku ist gleich leer, also muss ich mich jetzt verabschieden. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau!